Tishta Parishva Konasana ist die aufgerichtete seitliche Winkelstellung, eine Variation des Dreiecks und der Heldenstellung. Daniel, Yogalehrer bei Yoga Vidya Bad Meinberg, zeigt, wie es geht. Vom Stehen ausgehend gibt das rechte Bein 1,20 Meter bis 1,50 Meter weit vom linken Bein entfernt, rechten Fuß nach außen, linken Fuß auch leicht nach rechts und gibt dann die rechte Hand an die Außenseite des Fußes auf dem Boden. Beuge das Becken so weit, dass der Oberschenkel parallel zum Boden ist und halte dann den linken Arm neben dem Ohr. Schaue dabei in die Verlängerung der Hand nach vorne oder schaue zur Decke hin oder lass das Ohr am Arm und schaue dann nach vorne, in Daniels Fall schaue zur Kamera hin. Das sind verschiedene Variationen von Utthishta Parishva Konasana. Daniel zeigt noch die andere Seite. Diese Stellung zum einen stärkt Oberschenkel- und Gesäßmuskel. Sie ist durchaus anstrengend. Gleichzeitig dehnt sie die Seite, deshalb ist auch Parishva. Und ist auch eine Übung, um Entschlusskraft zu stärken, auch Visionen zu bekommen. Du schaust nach vorne oder nach oben. Und beides hilft dir, das Ziel im Auge zu behalten und danach zu streben.